Notfallaufnahme des Bundeswehrkrankenhauses Ulm. Hightech zum Leben retten. In der Notfallaufnahme muss es schnell gehen. Bei einem Herzinfarkt zum Beispiel zählt jede Sekunde. Hier zeichnet sich das Bundeswehrkrankenhaus in Ulm besonders aus. Das Herzkatheterlabor liegt direkt neben dem Notfalleingang. Aber auch spezielle Einzelfälle sind in der interdisziplinären Notfallaufnahme gut versorgt. Zivilist genauso wie Soldat, der Leiter der Notfallaufnahme, erklärt. Das Besondere hier ist, wenn Sie ein spezielles Problem haben, kommen Sie, beispielsweise Schwindel, kommen Sie mit diesem Problem zu uns an diese Stelle, an die zentrale interdisziplinäre Notfallaufnahme. Und wir kümmern uns dann darum, dass die einzelnen Spezialisten zum Patienten kommen. Das Herzkatheterlabor ist technisch auf dem neuesten Stand. In diesem Herzkatheterlabor werden, eigentlich wie es der Name schon sagt, die Herzen untersucht, und zwar invasiv untersucht. Das heißt, mit dieser Anlage röntgen wir den Patienten. Das ist eine biplane, sehr moderne Anlage. Wir gehen in eine Arterie, entweder an der Arteria radialis am Handgelenk oder in der Leiste, und führen dann Drähte und danach Katheter vor bis zum Herzkranzgefäß und stellen das dann mit Kontrastmittel dar. Wenn wir eine Verengung finden oder der Patient eine Verengung oder einen Gefäßabbruch hat, dann eröffnen wir dieses Gefäß wieder, dilatieren das mit einem Ballon und setzen dann typischerweise einen Stent, also eine Gefäßstütze, ein. Das heißt, hier werden die Patienten behandelt, die einen Herzinfarkt haben. Neben dem Herzkatheterlabor befindet sich der Schockraum. In den Schockraum werden die schwerverletzten oder schwerstverletzten Patienten behandelt. Das sind Patienten, die bei einem Verkehrsunfall so schwer verletzt sind, dass sie notärztliche Hilfe brauchen. Vom Gesamtkonzept, wie man hier sieht, haben wir eben einen Computertomographen in unserem Schockraum. Damit haben wir kurze Wege für den Patienten. Und die Computertomographie stellt für den schwerstverletzten Patienten sicherlich das wesentliche Diagnostikum heutzutage dar. Dazu haben wir zum Beispiel auch ein Ultraschallgerät, mit dem man sehr schnell Blutungen zum Beispiel im Bauchraum detektieren kann. Das braucht ungefähr eine Minute. Dann wissen wir, ob ein Patient, der zum Beispiel vom Kreislauf her instabil ist, wegen einer Blutung im Bauch instabil ist. Und das würde dann bedeuten, dass man vielleicht kein CT macht, sondern sofort in den OP fährt, um erstmal das Leben des Patienten zu retten. Und die Computertomographie hinterher macht, um zu gucken, was für Knochen sind noch gebrochen. Bei den meisten Patienten ist das aber nicht erforderlich. Das ist eher selten. Sondern die meisten Patienten können stabilisiert werden, bekommen ein CT. Und dann wissen wir im Wesentlichen, was die Patienten haben. Durch eine schnelle Blutanalyse können Behandlungen sofort erfolgen. Das Rotem ist ein Gerät zur Bestimmung, wie die Blutgerinnung von dem Patienten ist. Also wir können feststellen, wie stark und wie schnell das Blut gerinnt und dann, falls ihm Gerinnungsstoffe fehlen, die substituieren. Das Problem bei den meisten Blutproben ist, dass der Weg zum Labor und auch der Transport sehr viel Zeit benötigt. Hier können wir sofort im Schockraum die Diagnostik anfangen und dem Patienten schnellstmöglich die fehlenden Gerinnungsstoffe zuführen. Das Blutlastanalysegerät ist dazu da, um die wichtigsten Werte, vor allem im Blut, für den Patienten darzustellen. Hier ganz wichtig ist der pH-Wert, dann natürlich der O2, also Sauerstoffwert, und CO2, Kohlenstoffdioxid. Wir haben auch immer noch gern den Hämoglobinwert, um einfach festzustellen, ob der Patient noch genug Blut hat. Akute Verletzungen werden hier behandelt. Patienten, die Treppenstürze hatten, die Verkehrsunfälle, Kopfplatzwunden, Schnittwunden im Finger oder Extremitäten, die können hier primär versorgt werden. Wir haben hier verschiedene Geräte zur Diagnostik, also für Frakturen zum Beispiel einen C-Bogen, ein Röntgengerät. Wir haben Röntgenbefundungsmonitore. Wir können hier auch mit Wundversorgungsset die erste Wundversorgung machen, also schwere Blutungen stillen oder Verbände anlegen. Instabile Patienten werden hier weiterhin beobachtet, bis sie außer Lebensgefahr sind. Die Notfallaufnahme Ulm. Technischer Fortschritt, um Leben zu retten.